So, liebe Leute, fast sind wir angekommen an der Hälfte und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2020. Wir machen heute weiter mit dem 10. Rennen und das dürfte Frankreich sein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Letzte Rennen war Kanada ja gewonnen, obwohl es das durch das Safety Car auch fast nochmal gekostet wurde. Eigentlich waren wir ja relativ gut weg, nur so zwischen 3,5-4 Sekunden und dann kam das blöde Safety Car. Die wöchentlichen Sponsorengelder sind durch und wir machen trotz der laufenden Kosten gut Profit. Ja, gucken wir mal rein. Genau, Frankreich ist es richtig. Ich mach mal kurz mal Sponsoring erneuern. Das passt soweit. Und wir können mal wieder ein bisschen Zeugs machen. Ressourcenpunkte holen. Einladungsevent brauchen wir nicht. Dann haben wir hier das E-Sports-Event. Und ich habe sonst nichts weiter. Aha. Ja, Triebwerk auf jeden Fall. Aber ich nehme das E-Sports-Event rauskommen. Aktivität entfernen. Ja. So. Ein bisschen näher an Chassis gehen und dann das Strategiefähigkeit. Jetzt hier nochmal Geld, oder gibt's nicht? So, hier braucht man nämlich nicht Abteilungsmoral. Gehen wir hier mal rein. Ich habe jetzt die Fähigkeit. Kostet zwar ein bisschen Geld, aber gibt mal wieder ein bisschen Kohle. So, okay. Gehen wir rein. Jawohl. Kolben. Dann hier nochmal richtig gute. Die neuen Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Beim nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. Bisschen Kohle mehr. Die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Ja, genau. Reifenauswahl und ich gehe wieder auf meine weichere Mischung. Das ist normal. Und dann gehen wir ins laufende kommende Wochenende. Wie gesagt, Frankreich. So. So, dauert wieder einen kleinen Moment, bis der hier was fertig geladen hat. Genau. Oh, wunderbar. Ein trockenes Wochenende. Beziehungsweise ein gemischtes Wochenende. Was heißt trockenes Wochenende? Training 1 Regen, Training 2 Starkregen, Training 3 sonnig, Qualifying im leichten Regen und das Rennen dann immer trocken. Also zumindest etwas. So. Na gut, das Qualifying und das Rennen ist klar. Aber egal. F&E bauen. Wir gucken mal, was wir entwickeln können. Aber noch ein bisschen Power auf das Auto kriegen. 18% Fehlschlagsrate. Ja, ist gut. Rein damit. Wie sieht denn momentan überhaupt unser Wert aus? Wir stehen immer noch ganz unten. Okay. Leistungsvergleich der Fahrzeuge. Ja, wir müssen halt langsam den Schritt da oben machen, um halt Power zu kriegen. Aber es ist knapp. So, es dauert halt immer noch alles, bis wir das bisschen weiterentwickeln hier nie. Gucken wir mal, was wir hier noch so machen können. Genau, letzte Rennen. Baku 3. Überraschend, Monaco 5. Wobei Baku das Rennen hätten wir sogar gewinnen können. Davon Spanien ist der 21. Rang, aber gut, da war der Regen dabei und da sind wir ja dann ziemlich böse vom abgeschossen worden. Aber passt soweit von den Ergebnissen her. Wir haben einige gute Ergebnisse geholt. Sind sehr gut dabei. So, ich guck mal gerade, was wir hier noch so haben. Ob wir für uns noch irgendwas mitnehmen wollen. Genau, ich wollte eigentlich die Leiste. Warte mal. Ich wollte eigentlich die Fabrik noch ein bisschen aufbauen, aber es ist jetzt hier scheinbar nicht möglich. Ne, alles gut. Gehen wir mal rein ins erste freie Training, komm.
Suzuki Paul Ricard. Hier kann ich jetzt irgendwo mit dem Trockensetup fahren. Ihr braucht dann eigentlich nur den Frontflügel, das hat zwei hochzustellen. Dann funktioniert das auf dem mit dem Inters. I've had a chat with Carl about the new parts and we're happy that they've been integrated into the car. Okay. With any luck, you'll be able to feel the improvement. So give them a try. Dann kann ich dann nach Österreich. Also, ich gehe jetzt mal auf 2 und dann setze ich den Frontflügel einfach 2 hoch. So. Gehen wir mal raus. Dann gehen wir einfach mal auf die Strecke. So, mal schauen, wie es am Ende raus, wie es am Ende wird. Also, aber ein gutes Ergebnis hier raus ist vor. Wie gesagt, der Sieg in Kanada wurde durch das Safety Car dann doch nochmal sehr eng auf einmal. Eigentlich hat man das Rennen sowas von im Griff. Auch nach den Boxenstops hat das alles wunderbar funktioniert, aber jetzt. Na gut, okay, jetzt gehen wir mal auf Frankreich und hoffen wir mal, dass wir hier jedenfalls ein gutes Ergebnis holen. Weil wir momentan 5. in der Teamwertung sind und ich hoffe, dass wir das nächste Saison, dass wir das durch die Saison jetzt noch durchbringen. So. Jetzt geht's hier Kurve 11 mittlerweile. Dann geht's jetzt hier auf Turn 12, Kurve 12. Das ist diese hier jetzt hier. Kurve 13 ist jetzt die. Dann geht's hier weiter mit Kurve 14. Dann ist hier rechts schon die Boxengasse. Und Kurve 15 ist da die letzte Kurve und dann geht der ganze Scheiß wieder von vorne los. Und auch Mercedes sitze ich mal jetzt ein Auto raus, sehe ich gerade. Und nicht nur Mercedes, da ist noch einer unterwegs. Ich glaube, ein Renault gesehen zu haben, dass da irgendwann ein Auto fehlt. Na gut. Na klar, die werden jetzt alle nach und nach ihre Komponenten tauschen. Mittlerweile passt das auch vom Grip passt soweit. Dienstag im Rennen ja 11. geworden. Wieder gute Punkte mitgenommen fürs Team. Platz 10 war es ja davor, das an den Sonntag. Mal gucken, wie es jetzt nächste Woche Sonntag wird. So, wir sind natürlich jetzt auch schon auf der langen Geraden durch. 26 Minuten haben wir noch. Wir fahren immer bis 20 runter, also meistens so 3 Runden, 3 bis 4 Runden pro, je nachdem wie die Strecke aussieht. Ah, leichter Rutscher dabei gehabt in der Kurve jetzt gerade. Mal schauen, wie wir hier am Ende abschneiden. Aber hier wieder eine Pole holen können oder zumindest ein gutes Ergebnis holen können. Vielleicht ein Podium oder dicke Punkte, wie auch immer. Aber wir schauen einfach. So, werden wir jetzt gleich sehen, weil jetzt sagt der uns Bestzeit 1:45,4. Müssen wir gleich schauen, wie die anderen abschneiden.
Sektor 1 Bestzeit. We have two laps of fuel remaining. Wir nehmen jetzt wieder ein bisschen Zeit noch mit. Jetzt haben wir etwas über 400. Zweiter Sektor natürlich ebenfalls violett. Klar, wenn man ein bisschen Vorsprung mitnimmt. I think the track will be drying out quite soon. Mind you don't burn out your tires. Da war mal wieder so ein Quersteher dabei. Das hat Zeit gekostet, das sieht man auch. Ich muss mich jetzt wieder ein bisschen auf die Linie, Fahrlinie konzentrieren. Heute am Ende wieder ein bisschen was machen. Nochmal neue Bestzeit, 44,7. So, 23 Minuten noch. Ich fahre jetzt den Versuch noch hier zu Ende. Die Zeit wird nicht mehr gut werden. Da spare ich mir lieber den Sprit ein bisschen. So, ich habe mittlerweile bei einer guten Sekunde, aber wieder damit eh wachsen. Okay, dann gehen wir jetzt rein. When driving with the pit assist disabled, you'll need to be mindful of your speed when entering the pit lane. If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line. Ja, ich habe den extra auf Englisch stehen, den meinen Renningenieur, den guten Jeff, was für mich realistisch ist, weil Formel 1 ist halt auf Englisch. Für die Leute, die das eigentlich ja nicht so beherrschen, habe ich ja den Untertitel dabei. So, 60 ab in die Reihen, in die Box. So. So, die Frage ist, wie sieht das denn immer mit dem Trocknen aus, ne? Nachher das Wetter ein bisschen besser wird. Jetzt können wir nämlich auch mal. Jetzt können wir nämlich auch auf Medi mal auf Dings rausgehen. Warte mal. Session Info. Ich muss mein Setup wieder ein bisschen ändern. Dann fahren wir nochmal raus. Deswegen nochmal bewusst eben kurz. Wir war kurz gewartet in der Box, kurz vorgearbeitet. So, weiter die Worte aus. Momentan sind wir nur Zweiter hinter. Gut gearbeitet ist zu Claire, hinter Leclerc und Zeit.
Zeit der Baku-Sieger hinter uns. So, Bestzeit momentan von Antonio Giovinazzi, der jetzt noch mal eine Bestzeit nachzieht. Und Ocon konnte so 39,7. Ich lasse es sein, Verdienst, Roll kontert. Ja klar, wenn die jetzt alle ihre Zeit noch mal setzen. Momentan sind wir auch nur P7 Hertz. Auch ich werde jetzt gleich auf meine schnellste Runde gehen. Viertelstunde vom Rennen, vom Trainingsende. So, und jetzt schauen wir mal, ob wir noch mal besser verbessern können. Ja, super. Der Zeitschild ist natürlich voll auf der Ideallinie. There's three laps of fuel remaining. So, ich nehme den Zug jetzt natürlich mit. Ich habe jetzt seinen Windschatten noch mitgenommen. Bei der wahrscheinlich auf einer. Na, die werden natürlich jetzt alle besser da vorne, ne? Die Frage ist, reicht das für die Spitze? Ich weiß nicht, was momentan der Führende für eine Zwischenzeit hat. 36-0 Lando Norris. Da wird momentan schwierig werden, ranzukommen. Obwohl, es könnte klappen. Es könnte klappen. Wir haben jetzt fast 8 Sekunden Vorsprung, das würde reichen auf 6. Naja, doch nicht ganz. Da müssen wir noch mal ein bisschen was finden, dann mit, dann reicht das, um noch mal eine Bestzeit zu setzen. Nein. Valtteri Bottas hat die Bestzeit gefahren. Und klar, weil das hat jetzt ein bisschen aufgehalten hat, haben wir nämlich Zeit verloren. Deswegen müssen wir noch mal eine Setzzeit setzen. Jetzt haben wir die erste Zwischenzeit. Die ist violett, das reicht. Womit auch über eine halbe Sekunde Vorsprung. So lustig ist, dass es gleich das zweite freie Training ebenfalls verregnet sein wird, stark kriegen. So, Verstappen jetzt nochmal besser, das ist voll schneller. Mal gucken, was jetzt gleich der Bottas da vorne hinlegt. Wenn er nicht unbedingt nur 34,6 hinbekommt oder sowas, die wir momentan hätten. Da müssen wir nochmal schrecken. Es reicht nicht, um an Valtteri Bottas ranzukommen. Momentan. Es reicht momentan nicht, um an Valtteri Bottas ranzukommen mit seinen Zeiten. Der kriegt sie noch tatsächlich gekontert. 34-408 Verstappen.
Ja, vielleicht haben wir ein bisschen Glück, nochmal uns zu kontern. Das wäre auch der letzte Versuch jetzt. Box this lap, please. Box this lap. So, Bottas bricht jetzt ab, 10 Minuten vor dem Ende. So, und wir haben es geschafft. Wir haben die Bestzeit gesetzt. Sehr gut. So, und dann haben wir es. Im fünften Versuch dann doch noch irgendwie was hingelegt an Zeiten. 34,2. Yes. Besser im ersten freien Training in Frankreich. Ja, langsam arbeiten wir uns auch vor. In den letzten drei Rennen, inklusive, also letzten zwei Rennen inklusive dem Training jetzt hier. Ja? Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Richards, Verstappen und Valtteri Bottas. Das war's, das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Genau so ist es. Und da sind wir momentan gut dabei. Ferrari nur auf 11, also 8 und 11. Jetzt haben wir es zumindest mal. Herr Gasly als Lokalmatador auf 14 momentan auch nur. Ja, passt soweit. So, gehen wir gleich rein, direkt ins zweite freie Training, dass wir dann mit Starkregen beginnen. Und dann haben wir Training 3 schon mit dem. Dann mit der Sonne, also trocken. Eieiei, was ein Wetter. Jetzt muss ich aber auf das Setup gehen. Taking the wet tires in the current conditions? Ja, ja, schon klar. So. Gucken, was das Fahrhilfen geht. Ich fahre Traktionskontrolle komplett. Ich hätte auch im Mittel fahren können, aber die fahren wir dann erst im Rennen. Let's go. Take it easy to start with. The track's wet. Ja, ja, schon klar. Mal gucken, wie es wird. Erste freie Training haben wir ja gut absolviert, also sind wir Erster geworden. Mal gucken, ob wir es jetzt im zweiten freien Training auch in den nassen Bedingungen bestätigen können. Ja, das macht es natürlich nicht einfacher jetzt hier gerade. Die Strecke ist natürlich pitch-patcher das hier. Und ohne die Fahrlinie sieht es sehr schwierig aus gerade. So, mal ausstellen hier. Da schon auf der langen Geraden, also es geht ja dann relativ schnell. Also so lang ist die Strecke gar nicht. Ich mag sie auch mittlerweile echt. Weil ich echt gute Ergebnisse geholt habe. Mein erstes Podium zum Beispiel war auf dieser Strecke. Wo ich Dritter geworden bin. Da habe ich jetzt so 3 oder 4 Stück geholt.
Na gut, schauen wir mal. Wie gesagt, wie es hier läuft heute. Oder beziehungsweise dieses Rennwochenende läuft für mich ja heute. Ich mache das ja alles immer an einem Rutsch. So. Und dann schauen wir jetzt mal, ob wir, wie wir es gleich abschneiden hier. So schön auf die Ideallinie fahren. Mal gucken, wie das Wetter dann nachher noch jetzt auch her noch wird. So, Bestzeit Sektor 1. Klar, wenn man das einzige Auto auf der Strecke ist, ist das kein Kunststück. Das ist ja auch gut. So. Und jetzt schauen wir mal, wo wir landen. Klar, vorne ist es 47,4. Sind liegen gelassen im ersten Sektor. Wir verlieren aber auch was. Jetzt sind wir wieder mal ein bisschen mit wieder. Und Zeit bauen jetzt ein bisschen. Aus. Come in this lap, please. Box this lap. Jetzt haben wir wieder ein bisschen. Jetzt sind wir wieder im grünen Bereich. Im wahrsten Sinne des Wortes. Out of fuel. Ah, wir haben zwischendurch mal eine halbe Sekunde Vorsprung gehabt und die reicht nicht, um die mitzunehmen, na? Um die nach Hause mitzunehmen. Oder ist irgendein Pylone gerade abgeflogen? Die Frage ist, ob das im Covid-Training so trocken so nass bleibt. Vettel jetzt Zweiter. The rain is getting lighter now, but it's gonna take a while for the track to dry out. Ja, schön. Also müssen wir dann nachher nochmal raus.
In these kind of conditions, you'll be driving into a lot of spray when there's a car ahead of you. Pirelli's full wet tire can shift about 65 litres of water every second, and a lot of that's going to end up on your visor. So with that in mind, make sure you give other cars plenty of room. There's no need to risk the car too much in this session, okay? Okay. Wer es jetzt nicht verstanden hat, wie gesagt, die Untertitel sind ja auf Deutsch. Nein! Ah, oh, da hast du nicht die Chance, was zu machen. Und dann sagt er mir, nö, kurz vom Ziel, ich gebe dir gar keine Chance. Ach Mann, schade, das hätte ich gern mitgenommen, die Zeiten. Ja, führen da momentan mit fast 2 Sekunden Vorsprung auf Sebastian Vettel. Leider, das legt da mal richtig nach. Aber kommt nicht an unsere Bestzeiten, an unsere Zeiten dran vorne. Da geht's jetzt schon mit den Hinters los. Ja. So, dann kann ich jetzt auf Trocken gehen wieder. I'd take a set of intermediates in these unpredictable conditions. So, Frankreich. 3. Dopp. Auf 5, 7. Und dann. Fahren wir raus. When you're ready, let's go. Und im Training 3, was noch real wird, werden wir dann die Softreifen auf die Strecke näher setzen. Ich wollte jetzt alle raus. Und haben sie immer noch P7, also hinter Gasly und Kimi Räikkönen. Aber wie gesagt, versuchen wir mal mit denen jetzt nochmal einen Satz zu setzen. Bottas wird dann auf 9. Sogar noch hinter Latifi. Jetzt bist du Carlos Sainz und 44, 9, 7, 8. Ich nehme mal hier ein bisschen raus. Wir fahren eh nur 1-2 Versuche. Wir haben kaum noch Zeit. Also 3 Sekunden müssen wir gegenüber den Full, müssen wir rausholen. Ja, 2,8 Sekunden sind. Ist die Führung, der Führende momentan weg. So. So. So, wir tun das am besten, dass wir hier natürlich nochmal eine gute Zeit rausgeholt bekommen, dass wir hier nochmal wieder vorne nach vorne springen, auf die 1 im Idealfall. Wenn ich das Rennwochenende dominiere, hier wieder ein Sieg, dann machen wir auf jeden Fall nochmal eine ordentliche Richtung Weltmeisterschaft, ne? Aber mal schauen, wie es am Ende wird. Dieser 2,8 Sekunden die Führung und dann von Carlos Sainz. Also der Bestzeit im ersten Sektor. We're thinking it might be a good idea to run fuel mix 1 for this session. We'll save some engine mileage that way. Wir müssen noch 100 Sekunden holen. Zweiter Sektor einfach violett.
Jetzt wären wir direkt im Zeitfenster. Sehr gut. Jetzt hätten wir diese 2,8 Sekunden. Momentan würde es reichen, um Platz 1 zu übernehmen. Von irgendeinem Carlos Sainz. Aber wie gesagt, mal gucken, wie der Abstand am Ende wird. Bei 7. Es ist eine gute Sekunde fast. Das ist eine gute Sekunde. Ich muss jetzt. Ich mach das jetzt bewusst schneller. Wenn ich das richtig gesehen habe, oder? Ja, fast eine Sekunde auf Dings. Auf Carlos Sainz. So, ich muss mal gerade kurz was einstellen. Ah, natürlich. Da, wir haben den dritten Motor schon drin, also es ist... Intermediate tires are your best bet in the current conditions. Wir haben 13. Gut, alles gut. Ich mache jetzt mal bewusst mal eben neue Einheiten rein. Da kriegen wir definitiv eine Strafe für. Ja, das gibt nur. It looks like we'll be running on a dry track soon. Back to dry shortly. Our best lap so far is a 1 minute 43.9. So, wir haben es eh durch. Ich weiß nicht, wie viele noch jetzt ohne auf Trocken fahren. Ich glaube, es regnete noch. Das heißt, es sollte passen. Aber gucken, was damit rauskommt. Ich musste die Einheit jetzt tauschen, weil sonst werden wir die immer nur um die Ohren geflogen. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Richards, Sainz und Max Verstappen. Leider müssen wir uns schon verabschieden. Das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Ja, und drei Mann übrigens ohne Zeit. Norris, Jordan King und Esteban Ocon haben alle noch keine Zeit gesetzt. Bottas, Vettel, Ricciardo, Magnussen und dem unser Teamkollege hat es nur auf die Fullwert geschafft. Und wenn ich mir gerade mal angucke, dass Bottas gerade mal nur eine halbe Sekunde mit dem Fullwert langsamer ist als ein Latifi. Puh. Das ist doch auch nicht Ausnummer. Aber gut, wie gesagt, wir sind durch mit dem zweiten freien Training. Im dritten freien Training fahren wir auf die Soft. So, na gut. Na dann, let's go. So, dann kann ich jetzt wieder auf das trockene Setup aus Frankreich gehen. Kann das anpassen kurz. Wieder. Oh, wir haben es ja schon angepasst. Okay, 3,7. Ich fahre ja 5,7 im Training. Neue Einheiten sind drin soweit. Wir müssen eh immer eine Strafe riskieren. Wir sind zwar jetzt in Rennen 10, aber wir müssen halt definitiv immer eine Strafe riskieren. So, ja, gut. Und jetzt haben wir endlich mal trockene Bedingungen. Also wir haben ja überwiegend nass. Aber die wichtigsten Bedingungen sind trocken. Oder wichtigste
technisch dann trocken, nämlich das Rennen am Sonntag. Morgen haben wir nochmal leichten Regen, das heißt, ich kann wieder auf dem 7 fahren und kann es auf das Rennen anpassen. Und versuche morgen natürlich die Pole zu holen. Momentan sind wir gut dabei. Also wir sind jetzt zweimal Erster geworden. Ob das jetzt im nächsten Training auch so passt, mal gucken. Oder diesem Training hier so passt. Schön aus die Strecke. Also ich habe gesagt, ja klar, sie ist natürlich sehr verwirrend. Aber mittlerweile fange ich sie ja zu mögen, genauso wie die Strecken in Vietnam. So, dann let's go. Training 1, Quatsch, Sektor 1, Violett. Okay, just want to remind you to keep an eye on your tire temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. Gucken, wie es jetzt gleich wird. Wie die Zeit mitgenommen wird. So, ist klar Bestzeit und ich muss jetzt mal nur kurz die Traktionskontrolle umstellen. Hat 32,8 die Bestzeit jetzt. We have two laps of fuel remaining. Da nehmen wir aber gerade keine Bestzeit mit. Ja, Bestzeit hier, Sektor 2. King hinter uns. Keine Gefahr der von Williams. Okay, you need to come in before you run out of fuel. Pit within two laps. Und nochmal eine Bestzeit. Doch nochmal was rausgenommen. In den letzten Kurven. Thank you.
We think we may see some rain. ETA is about 15 minutes. 15 Minuten Regen. So, vor uns ist jetzt ein Auto, das ist eben der Williams. Latifi. Reicht nicht, doch reicht noch mal, um eine neue Weste zu setzen. Obwohl ich eigentlich im Minus war. Ja, der fährt bestimmt auf den. Ja, der Tiffy fährt auf hart. Nur so nebenbei. Momentan Vierter. Da muss ich mich. Der fährt bestimmt. Der fährt jetzt Longmans. Ich fahre auf Mager. Und kassieren trotzdem. Halt bewusst mal noch ein bisschen. Boah, Alter. So, Albert spielt jetzt hinter uns. Moment. Fahr hinter mir. Didn't catch that. Say again. Ja, ich fahr auch schon. Ich bin auf Mager, habe ich die Runde angefangen und trotzdem. Fahrer hinter mir. Albon is behind you. Their best lap time is a 1:33.9. 1,2 Sekunden. Also momentan sind wir echt, was die Zeiten betrifft, sehr weit vorne weg. So, dann fährt der Dings jetzt vorbei, der Racing Point, den drin sitzt. Kurz mal vorbei. So, dann gehen wir jetzt in die Box zurück. Okay, we haven't yet run any of our standard programs over the course of practice. It'll be a boost to car development if we can log that data, so we should do our best to do so before the end of the session. So, dann gehen wir jetzt raus. Also, das heißt, gehen wir raus. Wir brauchen gar nicht rausgehen. Der Abstand momentan ist so groß. Also, wir haben über eine Sekunde Vorsprung auf den Rest des Feldes. Das ist bombig momentan. Also, scheinbar fühlt sich das Auto hier extrem wohl. Gucken, was dann am Ende nach Hamilton und Bottas fabrizieren. Hamilton kommt ran auf einmal an uns mit so einer Zeit. Und Bottas hinterher, ja, also vor Ferrari momentan, aber wir sind immer noch vorne. Ja, Bottas hätte ich jetzt nicht erwartet, oder wenn wir, dass die da jetzt auf einmal so ranspringen in der Zeit. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, liebe Leute, wir sind jetzt. Ach, 12 sogar schon. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten an. Richards, Hamilton und Valtteri Bottas. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende.
Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Ja, Renault ganz weit am Ende des Feldes. Quasi auch direkter Konkurrent. Ich sehe noch 14 und 20. Klar, Ocon ist weiter in Baku geworden. Naja, wie? Und wir haben wieder den nächsten Schritt nach vorne gemacht. Mal gucken, wie weit es am Ende geht. Ein toller Tag. Wie denken Sie darüber? Sie haben heute im Training viel Zeit auf der Strecke verbracht. Ist das Auto zuverlässig genug, um das zu verkraften? So, solche Tests können wir natürlich die Zuverlässigkeit ein bisschen hochpowern. Wie läuft diese Saison für Sie? Kann sich Ihr Auto mit den anderen messen? So. Ich lasse sie ein bisschen weiterentwickeln. Klasse, das war dann alles. So, dann sind wir durch im Training. Durchaus nasses oder größtenteils nasses Training. Erstes, zweite Freitraining war nass, dann drittes Freitraining kam der Regen am Ende noch. So, aber wie gesagt, wir sind gute Dinge dabei, hier heute was mitzunehmen. Also, an diesem Rennwochenende überhaupt was mitzunehmen. So. Kurz was einstellen. Geht nicht, ne? Hier. Ne, geht nicht. Schade. Okay. Dann trotzdem. Oder kann ich auch eins zurück? Warte mal. Ne, geht nicht. Schade. Okay, dann müssen wir das halt im. Dann machen wir mal den Durchsum der Session. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht es weiter mit dem Qualifikationstraining zum großen Preis von Frankreich. Kurz mal die Wetterfrage sagen. Okay, das ist klar. Es wird durchgehend regnen. Gut, wir sehen uns dann wieder und ja. Viel Spaß. Bis morgen. Tschüss.